Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist mal wieder ein Anmal-Tutorial-Video-Dings und zwar heute, wie man einen guten Bluteffekt hinbekommt mit der neuen Blood-God-Farbe. Ich habe damit schon ein bisschen rumexperimentiert an ein paar Modellen und jetzt habe ich mir hier einfach mal eins raus hier Stibitz aus meinen Tiermenschen und ja, hier habe ich schon diesen Nörgelsrott-Schleim verwendet und jetzt möchte ich hier noch an diesem spitzhackenähnlichen Waffen Klopp-Ding Blattfarbe Blattgold verwenden. Erstmal Farbe gut durchschütteln. Gut, das muss reichen. Und ja, übrigens ist dieses Video hier auch von der Perspektive her ein bisschen anders als die ganzen Videos davor. Und zwar habe ich zu Weihnachten so komischen Tablet- und Smartphone-Ständer bekommen. Da kann man dann eben sein Tablet reinstellen und muss das nicht die ganze Zeit mit der Hand festhalten. Das ist eben für die ganz faulen Leute, so wie mich. Und ja, das kann ich eben super als Stativ verwenden und deswegen jetzt ohne Kamera umkippen und mit schönerer Perspektive. Und ja, ist auch für mich viel angenehmer hier zu malen. Und jetzt fangen wir an, wir nehmen einen relativ großen Tropfen. Und zwar werde ich jetzt hier einfach so die Spitzhacke so, also so als ob ich da jetzt so reinstechen würde, erstmal machen. Damit ich so ein bisschen sehe, wie sich das Blut verteilen würde. So. Jetzt sieht das so aus, ja, noch nicht so schön. Allerdings können wir auch noch, das ist ja eine Farbe, können wir auch mit dem Pinsel machen, können wir hier auch noch mit dem Pinsel so ein paar Sachen machen, aber ich hier immer noch so kleine Streifen am Rand rein. Und auch extra viel Blut hier vorne, weil da hat es ja richtig im Fleisch drin gesteckt. Deswegen ist da ja noch so viel Blut. Und ich gehe jetzt auch nicht wie GW diesen ultra krassen Effekt hin, dass diese Spitzen total spitz sind. Übrigens auch unten drunter schön einmal. Also dass es hier total spitz ist, diese komischen Streifen hier. Kriegt nur leider nicht so gut hin, aber es erfüllt seinen Zweck und sieht schön blutig aus. So, und nun ist es aber nicht so, wenn er da jetzt irgendjemand ersticht, dann spritzt ja auch ein bisschen Blut nach hinten. Und deswegen nehme ich mir hier immer so ein bisschen und versucht es immer so hier zu machen, aber funktioniert meistens nicht mit dem Spritzen. Also dazu müssen wir jetzt einen Dry Brush nehmen, nehme ich das Ding und tupfe hier mal so ein bisschen auf. Zack. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. So, das haben wir jetzt so lange, bis wir den Bluteffekt haben, den wir haben wollten. Ich tupfe auch das ganze Ding noch so ein bisschen voll, so dass er eben überall so leicht rötlich ist an der Seite. So, ja, das war's dazu eigentlich. Schöner Bluteffekt. Ich mache immer noch so ein bisschen gerne sehr viel darauf. Ich nutze gerne viel Blatt vor Blatt Gold, weil es hier dann eben so schön aus, wenn da so viel drauf ist. So. So. So, ich lege es oben drauf noch, so, zack. So, jetzt sieht es schön aus. Und, ja, gar nicht lange gedauert. Das Ganze jetzt nur trocknen lassen, aber es sieht trocken fast genauso aus wie jetzt. Es zieht sich noch ein bisschen zusammen und wird noch ein bisschen kleiner. Und, ja, das war's hierzu, zu Blood for Bloodgod. Werde ich wahrscheinlich auch noch für die ganzen anderen Sondereffektfarben machen. Und ja, jetzt halte ich es nochmal schnell die Kamera. Ja, okay, das Licht muss ich da lassen, wie es jetzt gerade aussieht. Sieht ganz schön aus. Und ja, so. Das war's zu diesem Video. Wie gesagt, jetzt auch mit schönerer Perspektive wegen meinem coolen Stativ. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Abonnieren nur, wenn ihr wollt. So. Wir nicht nach Abos betteln und so. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat mit der Spezialeffektfarbe und ich das noch für die ganzen anderen Farben machen soll, dann sagt das am besten mal, dann mache ich das auch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.